Stuttgart, der Hauptbahnhof. Eine der größten Baustellen Europas. Der neue Tiefbahnhof, der hier entsteht, spaltet die Bevölkerung seit Jahren. Die einen schwärmen dafür, wie Bernhard Bauer. Hier der wunderbare Blick von der Terrasse auf den Bahnhofturm und natürlich dann auf die künftige Bahnhofshalle. Die anderen lehnen das Mammutprojekt ab. Mir war ganz klar, sowas Irrsinniges wie dieses Projekt können wir in der Stadt nicht zulassen. Für viele ist Stuttgart 21 vor allem mit diesen Bildern verbunden. Ein massiver Polizeieinsatz. Hunderte Verletzte. Darunter Daniel Kartmann. Er wurde von einem Wasserwerferstrahl getroffen, direkt ins Auge. Das war Ende September 2010. Der schwarze Donnerstag. Ein Wendepunkt in der Geschichte Baden-Württembergs. Dieser Film erzählt, wie es zum Showdown am Bahnhof kam. Und welche Folgen dieser Tag bis heute hat. Daniel Kartmann wurde am schwarzen Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten schwer verletzt. Der Strahl eines Wasserwerfers hatte sein rechtes Auge getroffen. Seine Familie wusste wochenlang nicht, ob er in seinem Beruf als Musiker wieder arbeiten kann. Sohn Lennart war ein Jahr alt und mit im Park. Kartmann zeigt ihm ein Foto von damals. Hier sind beide Augen noch unverletzt. Und so sieht Kartmanns Auge nach der Wasserwerferattacke aus. Dabei wollte er nur gegen Stuttgart 21 demonstrieren. Du warst immer so klein. Ja. Lennart kennt die Geschichte nur aus Erzählungen. Anderthalb Jahre alt. Ja. Wir wollten nicht, dass der Bahnhof zerstört wird, der Park zerstört wird, die alten Bäume halt, wie gesagt. Und letztendlich, als dann die ersten Menschen verletzt wurden durch diesen Wasserwerfer und Pfefferspray, was da alles eingesetzt wurde, da haben wir uns auch für die Menschen eingesetzt und haben dann einfach gedacht, wenn die jetzt einfach auf unschuldige Bürger losgehen, dann müssen wir erst recht hier bleiben. Bernhard Bauer stand auf der anderen Seite. Als Spitzenbeamter koordinierte er damals in der Landesregierung die Arbeit am Bahnprojekt Stuttgart 21. Dieses wunderbare Modell. Heute ist er Vorsitzender des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm und des kürzlich eröffneten Infoturms am Hauptbahnhof. Die neue S21-Ausstellung thematisiert auch den schwarzen Donnerstag. Hier haben wir sozusagen von unten bis zum aktuellen Stand 2020 eine Zeitreise an die Wand modelliert. Ich denke, ich war ja damals auch dabei, ich muss mich heute noch entschuldigen bei all denjenigen, die damals Verletzungen erfahren haben. Aber es war natürlich der Höhepunkt der Auseinandersetzung. Die Idee, den Hauptbahnhof und die Zulaufgleise unter die Erde zu verlegen, begeisterte Bauer schon in den 90er Jahren. Wir hatten damals vor allem das Ziel, Flächen zu gewinnen. Und das war der Punkt, der mich an diesem Projekt eigentlich fasziniert hat. Denn es würde hier natürlich neue Wohnflächen entstehen, ohne dass man im Außenbereich dann Flächen in Anspruch nehmen müsste. Politik und Wirtschaft träumen von einer neuen City. Den Bürgern aber preisen sie den Tiefbahnhof als unerlässlich für den Schienenverkehr an. Vor allem für die Magistrale zwischen Paris und Bratislava. Als neues Herz Europas. Als Jahrhundertchance, als Geschenk. So sieht der Stuttgarter Hauptbahnhof damals noch aus. Mit seinem markanten Turm, dem langen Südflügel und den 16 Gleisen. Für die S21-Bauarbeiten sollen der Süd- und Nordflügel abgerissen und ein Teil des Gleisvorfeldes stillgelegt werden.
Platz für den neuen Tiefbahnhof mit nur noch 8 Durchgangsgleisen, die unterirdisch angefahren werden. Dafür sollen im Schlossgarten alte Parkbäume gefällt werden. Viele Stuttgarter sind deshalb hellhörig geworden. Da habe ich mich angefangen, damit dem Thema näher zu beschäftigen und habe auch gemerkt, da muss man was tun. Also mir war ganz klar, sowas Irrsinniges wie dieses Projekt können wir in der Stadt nicht zulassen. Zusammen mit 67.000 Stuttgartern forderte Daniel Kartmann deshalb einen Bürgerentscheid über S21. Doch der Gemeinderat lehnt ab, da dies unzulässig sei. Februar 2010. Symbolischer Baubeginn mit Bahnchef Grube und Politprominenz. Begleitet vom Protest der Gegner. Wenn ich weiß, dass 72% der Stuttgarter Bürger und über 60% der Bürger in Baden-Württemberg gegen das Projekt sind und es unser Geld ist, wird die Demokratie mit Füßen getreten und das geht so nicht. Oben bleiben! Oben bleiben! Die Kritiker fordern, dass der Bahnhof oben bleibt und haben zusammen mit Bahnexperten ein Konzept entwickelt, das sie Kopfbahnhof 21 nennen. Damit könnten wesentlich mehr Züge pro Stunde abgefertigt werden. Außerdem sei das Konzept billiger. Zehntausende gehen 2010 bei jedem Wetter auf die Straße, um Stuttgart 21 zu verhindern. Aktionen finden auch im Schlossgarten statt. Der Park war besetzt, wenn man so will, ja, mit den Parkschützern, die da teilweise übernachtet haben. Aber das war eine unglaublich friedliche und fast schon gelöste Stimmung. Es gibt Baumführungen, Baumhäuser, Baumpatenschaften. Um die teils über 100 Jahre alten Bäume zu bewachen, übernachten viele Parkschützer hier im Zelt. Die Demonstranten kommen aus allen sozialen Schichten und politischen Lagern. Sie fordern ergebnisoffene Gespräche mit der Regierung und einen Baustopp. Bei Umfragen im Sommer 2010 lehnen weit über die Hälfte der Bürger das Projekt ab. Mit entsprechenden Folgen für die Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, hätte Rot-Grün eine klare Mehrheit, dank der Grünen wohlgemerkt. Schwarz-Gelb wäre abgewählt und steckte in einem historischen Tief. Die Regierungsparteien sind nervös. Bis hin zum Ministerpräsident Mappus. Beim Tag der offenen Tür im Staatsministerium wollen Stuttgart 21 Kritiker ihre Argumente vortragen. Warum kommt er nicht mal zu uns her und spricht mit uns? Warum ist man in einer Demokratie nicht in der Lage zu sprechen? Der Ministerpräsident hat dafür keine Zeit. Übrigens, auch dem SWR hat Stefan Mappus für diesen Film kein Interview geben wollen. Im Herbst 2010 will er S21 nicht mehr in Frage stellen. Schließlich stehen alle Parteien, außer Grünen und Linken, hinter dem Projekt. Auch die Wirtschaft und nicht zuletzt die Bundeskanzlerin. Vor Industriellen erklärt sie, wenn Bürger Projekte wie S21 zum Scheitern brächten, sei Deutschlands Verlässlichkeit gefährdet. Wenn ich als Bundeskanzlerin nach Europa fahre und sage, weil bei uns so viel protestiert wurde, können wir leider das, was wir versprochen haben, nicht mehr einhalten. Dann kommt morgen mein griechischer Kollege und sagt, weil bei uns so viel protestiert wurde, kann ich die Stabilitätskultur nicht mehr einhalten. Und das möchte ich auf keinen Fall riskieren, meine Damen und Herren. Der Konflikt in Stuttgart spitzt sich zu. August 2010. Die Bahn will den Nordflügel des Bahnhofs abreißen. Um das zu verhindern, besetzen Demonstranten ihn symbolisch. Kurz vor Mitternacht räumt die Polizei das Gebäude. Doch das ist nur Vorgeplänkel. Wehe, die Baufahrzeuge für den Abriss rollen an. Dann befürchtet die Polizei massive Störaktionen. Polizeipräsident ist damals Siegfried Stumpf, bekannt für eine deeskalierende Linie.
Als ihn der Projektleiter der Bahn anruft und die Ankunft des neuen Abrissbaggers ankündigt, und zwar schon für den nächsten Tag, ist Stumpf entsetzt. Ich habe ihm sofort gesagt, da machen wir nicht mit, oder ich mache ihn nicht mit. Das passt nicht in die Situation. Die Lage war so aufgeheizt seitens der Demonstranten, dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, es ist denkbar ungeschickt, unklug, es zu tun. Ich habe dann kurze Zeit später weitere Anrufe bekommen, und zwar vom Landespolizeipräsident. Stumpf erklärte dem Landespolizeipräsidenten Hamann, er wolle eine unnötige Eskalation vermeiden. Kurze Zeit später hat er dann wieder angerufen und hat mir gegenüber gesagt, der Ministerpräsident hätte das angeordnet. So etwas habe er als Polizeipräsident noch nie erlebt, berichtet Stumpf, der sich 10 Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag erstmals in einem Interview öffentlich äußert. Siegfried Stumpf wusste, die Parkschützer sind gut vorbereitet. Seit Wochen trainieren sie in Rollenspielen den gewaltfreien Widerstand. Schließt euch fest zusammen, hier spricht die Polizei. Dies ist die zweite Aufforderung, sofort diesen Platz zu räumen. Lassen Sie sich friedlich wegtragen. Einer der Organisatoren des Protests damals war Matthias von Herrmann, der Sprecher der Parkschützer. Wir treffen ihn heute gleich neben der S21-Baustelle. Es war klar, dass die Bahn mit dem Abriss des Nordflügels beginnen wollte, um auch Fakten zu schaffen, um zu zeigen, hier passiert was, der Widerstand ist zwecklos. Das haben wir uns so nicht gefallen lassen. Wir haben dann auch relativ frühzeitig erfahren, wann der große Abrissbagger kommen sollte, haben daraufhin mobilisiert. Und dann saßen hier in der Nacht 1000 Leute friedlich. Friedlich deswegen, weil wir das in den Wochen und Monaten davor schon mit Aktionstrainings geübt hatten, wie man sich friedlich hinsetzt, wie man auch darauf reagiert, wenn Polizei Schmerzgriffe anwendet, dass man nicht zurückschlägt, sondern dass man friedlich bleibt, weil die Polizei eben nicht unser Gegner ist. Das war von Anfang an eine ganz wichtige Maxime für uns. Der Polizeipräsident fühlte sich von der Politik alleingelassen. Es war die Auseinandersetzung letztlich S21 Gegner und Polizei. Sie haben von der Politik, der Befürworter und der Gegner niemand gesehen. Es war geradezu Ferienstimmung. Ich habe mehrmals auch schriftlich gesagt, es muss jetzt auch mal die Politik vor Ort. Schließlich gelingt es der Polizei, trotz etlicher Protestaktionen den Abriss zu sichern. Viele Bürger sind empört. Sie fordern Gespräche, aber nur bei einem vorläufigen Baustopp. Doch der Ministerpräsident lehnt ab. Wenn es ausschließlich nur darum geht, Stuttgart 21 zu kippen, und es scheint ja bei einigen wenigen so zu sein, dann haben wir da in der Tat ein Problem mit der Gesprächsebene, weil Vorbedingungen gibt's nicht. Mappus beschimpft die Kritiker inzwischen als Berufsdemonstranten. Politik und Bahn wollen jetzt Flagge zeigen. Gleich nach dem Ende der gesetzlichen Vegetationsperiode will man die ersten Parkbäume fällen für ein Technikgebäude. Der Plan? Am Donnerstag, dem 30. September, soll die Polizei das Gelände absperren. Am Freitag um 0 Uhr soll das Fellkommando mit der Arbeit beginnen. Damit es möglichst wenig Proteste gibt, wird dieser Zeitplan geheim gehalten. Als die Parkschützer den Termin samt Uhrzeit dennoch herausfinden, zitiert Stefan Mappus den Polizeipräsidenten ins Staatsministerium, wo große Aufregung herrscht. Siegfried Stumpf wird von einer Runde aus Ministern und hohen Beamten erwartet. Der Ministerpräsident, die Frau Gönner, dann der Minister im Staatsministerium, diverse Ministerialdirektoren vom Innenministerium, der Landespolizeipräsident. Also es war schon eine hochkarätige Zusammensetzung, der man nicht jeden Tag begegnet. Bei dem Treffen geht es um den Einsatzplan. Die Polizei benötigt zusätzliche Hundertschaften aus anderen Bundesländern. Mappus bietet ausdrücklich seine Unterstützung an. Besprochen wurden dort die Dinge, die auch die Polizei vorher sich durch den Kopf gehen hat lassen und diskutiert hat.
passt es jetzt polizeitaktisch herein? Passt es in das Klima jetzt der Stadt hinein? Gibt es eine Alternative dazu, zu sagen, nicht morgen, sondern irgendwann? Und dann hat die Polizei, das heißt ich fürs Präsidium, der Landespolizeipräsident fürs Innenministerium gesagt, die Kräftelage gibt es her. Die Meinung, die die Polizei bisher fachlich hatte, steht nach wie vor auch nach der Diskussion. Wir machen es morgen. Nicht vertreten bei der Besprechung und auch nicht informiert ist die Stadt Stuttgart. Wir waren vor allem auch nicht eingebunden in die gesamte Polizeitaktik und auch die Frage, wie viel Polizei braucht man, wie geht man dann vor, wenn es zu einer Konfrontation kommt. All das gehört ja zu einer soliden Vorbereitung. Aber es sah so aus, als wäre das eine geheime Kommandosache. Wie gesagt, wir hätten auf jeden Fall nichts dazu geraten an diesem Tag, weil klar war, es gibt eine Schülerdemonstration. Und es war auch klar, dass wenn die Schüler mitkriegen, dass da drüben die Bauzäune aufgebaut werden, dass sie dann dorthin rennen. Und so war es dann auch. Der Treffpunkt der Schüler liegt wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das Motto der Demo, Bildung statt Tiefbahnhof, Education instead of Station. Als die Parkschützer über SMS Alarm auslösen, wollen die Schüler in den Schlossgarten gehen. Es gehen jetzt Leute in den Park, checken, was Sache ist. Wir gehen da gleich gemeinsam hin. 2000 Schülerinnen und Schüler eilen in den nahen Park. Kurz danach kommt auch Daniel Kartmann mit seinem Sohn dorthin. Als wir da angekommen waren, da war alles noch friedlich und entspannt. Und da gab es eine Musikkapelle, die hat gespielt. Ja. Die Leute haben teilweise einfach gesungen und so. Und es war, deswegen bin ich da überhaupt mit dir hin. Wenn ich gewusst hätte, was da alles danach kommt, wäre ich mit dir da gar nicht hingegangen. Ja. Leute, wir sagen nochmal, bleibt friedlich, bleibt cool. Unsere Message ist, Geld für Bildung statt für einen Prestigebahnhof. Tief- oder Kopfbahnhof, das interessierte Dieter Reicherter damals nicht. Er war kein Projektgegner und hatte noch nie in seinem Leben demonstriert. Ich war an dem Tag rein zufällig in Stuttgart, hatte vom Polizeieinsatz gehört und dachte, jetzt schaue ich mir das mal an. Damals ist Dieter Reicherter gerade pensioniert worden. Zuvor war er viele Jahre lang Vorsitzender Richter am Landgericht Stuttgart. Im Schlossgarten trifft er nicht nur Schüler an, sondern auch viele ältere Demonstranten, die dem Parkschützeralarm gefolgt sind. Da war es relativ friedlich, fand ich. Also ich habe da überhaupt gar keine Gewalt auch gesehen, auch von der Polizei nicht. Dann dachte ich, jetzt geht's so weiter, dass ich das ruhig anschauen kann. Aber dann kam ja wirklich das Chaos und ich habe mich, um es zusammenfassend zu sagen, wie im Bürgerkrieg gefühlt. Immer mehr Polizisten strömen in den Park. Die Stimmung wird gereizter. Und sie schreien nicht so, ich bin nicht schwer. Sie können ja weggehen, wenn sie nicht laufen. Schüler besetzen Fahrzeuge mit Absperrgittern, die die Baumfällarbeiten absichern sollen. Bitte durchsagen der Polizei. Die Polizei wird räumen. Schließlich wird geräumt. Doch die Fahrzeuge können trotzdem nicht weiterfahren, denn die Demonstranten blockieren die Straße. Deshalb droht die Polizei erstmals mit dem Einsatz des Wasserwerfers. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, setzt die Polizei Wasser gegen Sie ein. Als ich gehört habe, dass die Wasserwerfer wirklich im Park sind, habe ich dann die Mama angerufen. Ich habe gesagt, dass sie dich nimmt, weil... Das war mir schon klar, dass, ja, dass es, halt dass es nicht gefährlich sein kann. Und so kommt es. Die Polizisten schießen sich mit dem Wasserwerfer den Weg frei. Meter für Meter. Zur selben Zeit, nur einen Kilometer entfernt im Landtag, Pressekonferenz. Zusammen mit Innenminister Rech stellt Polizeipräsident Stumpf sein Einsatzkonzept vor.
Wir haben auch, ich erwähne das, weil das für Stuttgart relativ selten ist, Wasserwerfer aufgestellt. Da einige Worte dazu. Es geht uns zunächst nicht darum, dass man damit Straßenwege oder Plätze freimacht. Wenn es je zu Gewalttätigkeiten kämen, geht es uns darum, den Schutz des eigenen Personals der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Und da kann ein Wasserwerfer unter Umständen das mildere Mittel sein, als es ein Schlagstock oder ein Reizgaseinsatz ist. Doch die Einsatzkräfte attackieren die Demonstranten zunehmend mit Pfefferspray. Sogar aus nächster Nähe. Das kann zu schlimmen Schäden führen. Dabei war lange nicht einmal ein Rettungsdienst vor Ort, für den die Polizei hätte sorgen müssen. So sind die Verletzten auf andere Helfer angewiesen. Auf jeden Fall musst du ins Krankenhaus. Ich habe gesehen, wie da also wirklich ununterbrochen Leute, die gar nichts mehr gesehen haben, weil sie von Pfefferspray getroffen waren. Die wurden da von Helfern hingebracht und dann die Augen ausgespült. Also es ging am laufenden Band, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war. Zumal in den Vorschriften ausdrücklich steht, dass man gegen Kinder überhaupt gar kein Pfefferspray einsetzen darf. Mehrere hundert Menschen werden an diesem Tag verletzt. Ich bin vorne in die erste Reihe gestanden und dann kam Pfefferspray an, direkt in die Augen und danach kam der Wasserwerfer. Es ist unverhältnismäßig, mit was für Methoden der Herr Marus hier vorgeht. Wir hatten heute eine Schuldemonstration öffentlich angekündigt. Und die Regierenden wussten es, weil es angemeldet war. Und da kann es nicht sein, dass die Polizei an dem Tag mit Wasserwerfern und Tränengas hier im Park kommt. Und das ist das Ende für die jetzige Regierung. Das Ende für die Regierung Mappus? Solche Szenen hat man bisher in Stuttgart nicht gesehen. Der Strahl des Wasserwerfers trifft auch den Kameramann. Auf einmal kam man wirklich Hundertschaften und die dann in voller Kampfmontur. Und da hat sich so die, wie wir in der Himmel sich zuziehen. Wie im Kriegseinsatz hat sich das angefühlt. Das hatte einen unglaublich martialischen Effekt auf uns alle. Und irgendwann nach mehreren Aufforderungen den Platz zu verlassen, was gar nicht möglich war, haben sie einfach auf uns geschossen mit dem Wasserwerfer. Ja. Und zwar nicht nur auf den Boden, sondern direkt auf die Leute. Wie brutal der Einsatz war, zeigen diese Polizeiaufnahmen, die uns zugespielt wurden. Wir haben immer noch 12 Bar. Der Druck 12 Bar. Jetzt ein bisschen höher. 12. Bisschen höher, gleich ein bisschen höher. Die Videos stammen von einer Kamera aus der Fahrerkabine der Wasserwerfer. Sie werden hier erstmals im Fernsehen gezeigt. Draufbleiben und hin und her. Tiefer. Tiefer. Die Beamten erhöhen den Druck sogar auf 16 Bar. Tiefer. Ja, da, die Weißen, die da, weg. Nicht zu tief. Das war gut. Wasserstöße auf Kopfhöhe, das ist unzulässig, da schwere Verletzungen die Folge sein können. Auf das Grüne. Noch tiefer, ein bisschen auf das Grüne. Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt werden später zwei Polizisten der Wasserwerferstaffel zu Freiheitsstrafen mit Bewährung verurteilt. Einer zu einer Geldstrafe. Bei einem anderen wird das Verfahren eingestellt, weil er sich ausdrücklich darum bemüht habe, keine Köpfe zu treffen. Doch warum hat niemand den Einsatz abgebrochen, fragt Dieter Reicherter. Hier hinter uns ist jetzt der sogenannte Feldherrenhügel. Wie wir wissen, waren da alle Verantwortlichen des Einsatzes, die das Geschehen beobachten konnten. Auf den Fotos konnte man identifizieren, zum Beispiel den Polizeipräsidenten Stumpf, den Oberstaatsanwalt Häusler, der für Recht und Ordnung hätte sorgen sollen. Und kein Mensch kam offensichtlich auf die Idee, hier einzugreifen und diesem brutalen Einsatz ein Ende zu bereiten. Als Einsatzleiter hätte Siegfried Stumpf die Polizeihundertschaften zurückrufen können. Aber auch andere waren dazu befugt. Es ist richtig, es waren insbesondere in der polizeilichen Hierarchie alle Entscheidungsträger, das ist primär der Inspekteur der Polizei, der Landespolizeipräsident, über das Geschehen informiert. Entweder übers Internet, über den Funk, der im Ministerium lief,
oder auch als sie zeitweise vor Ort waren. Und es ist natürlich die Kompetenz des Ministeriums, dem Polizeipräsidenten zu sagen, wir brechen ab. Die Polizeiführer des Landes und der Innenminister hätten eingreifen und so möglicherweise schwere Verletzungen verhindert können. Aber diese Wasserstöße waren so heftig, dass sie mich umgeschmissen haben. Und mir ist halt bei einem dieser Schläge die Brille vom Kopf geflogen, weil ich einen Schlag in den Nacken bekommen habe. Und dann habe ich meine Brille gesucht, versucht, die aufzuheben. Und in der Bewegung nach unten habe ich mich nach hinten gedreht, um sicher zu gehen, dass nichts kommt. Und genau da kam dann der Schuss direkt ins Auge. Ne? Ja, orientierungslos erstmal, ein Wahnsinnsschmerz, ich habe geschrien und ich habe dann erst gedacht, okay, es ist ja nur Wasser. Ich sehe jetzt zwar nichts mehr, aber es kommt bestimmt gleich wieder. Aber ich merkte, das kommt nicht wieder, es kommt nicht wieder. Scheiße, ich muss hier raus. Und dann bin ich auf diese Polizisten zugerannt, den Hügel hoch. Die wollten mich nicht rauslassen. Ich bin da von einem zum anderen, habe die wirklich angeschrien und habe ihnen gesagt, seht ihr nicht, was mir passiert ist? Mein Auge, ich sehe nichts mehr. Am schlimmsten trifft es Dietrich Wagner. Dieses Bild geht am Nachmittag um die Welt. Und das sind Aufnahmen von Dietrich Wagner wenige Stunden zuvor. Der Ingenieur, der sich gründlich mit Stuttgart 21 auseinandergesetzt hatte, sucht das Gespräch mit Schülern, aber auch mit Polizisten. Personen, die öffentlich ich bin kein Jurist. Kurze Zeit später wird auch er herumgeschubst. Als die Schlacht im Biergarten tobt, stellt sich Wagner immer wieder mit erhobenen Armen vor den Wasserwerfer. Er will den Polizisten signalisieren, dass sie den Beschuss beenden sollen. Einmal ist er so empört, dass er Kastanien in Richtung Wasserwerfer wirft. Später wird es heißen, er habe Pflastersteine geworfen. Wie man gut sehen kann, folgt Wagner der Aufforderung des Polizisten, die Straße zu verlassen. Zwischen die zwei Kugellampen, da kann da zwei Fahrt her. Ja, klar. Zum Kriminellen. Hey, mal, komm mal. Und das sind die letzten Bilder, die ihn hier am Biergarten zeigen. Ich habe die Hände geschwemmt, so bin auf den Wasserwerfer ein paar Schritt zugegangen und wollte ihn zum Aufhören bewegen, aber. Wir haben uns mit Dietrich Wagner und seinem damaligen Helfer Uwe Höger in der Nähe des Biergartens verabredet. Obwohl Wagner vor einigen Monaten einen Schlaganfall erlitten hatte, ist er gekommen. Ich stand abseits der Straße auf dem Biergartengelände und Aufruf von der Polizei war der, die Straße soll geräumt werden. Und dadurch, dass ich abseits der Straße stand, habe ich mich sicher gefühlt. Ich habe dann Dietrich sprechen gehört und du hast einer Schülerin erzählt. Ich habe ihr erzählt, dass ich diesmal einen recht praxisnahen Gemeinschaftskundeunterricht bekommen. An den Satz erinnere ich mich auch noch gut. Ich dachte, ja gut, der Mann hat recht. Und ich weiß nicht, war es jetzt 2 Sekunden später oder eine Minute später, kam dann plötzlich dieser Strahl, der Dietrich auf den Boden geworfen hat. Ich muss kurze Zeit bewusstlos am Boden gelegen haben. Ja, du warst auf jeden Fall nicht ansprechbar. Und du hast gesagt, ja, du kannst nicht sehen, du kannst nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ich krieg die Augen nicht auf. Das hast du immer wieder wiederholt. Das habe ich mehrfach wiederholt. Okay, los, komm her. Das ist schön, dass es euch gibt. Ja, wir sind da. Der Wasserstrahl hatte Dietrich Wagner direkt in die Augen getroffen. Er wird nahezu ganz erblinden und sein Augenlicht
nie wieder zurückbekommt. Jetzt ist ja gut, Mann. Und die Presse geht bitte weg. Schließlich schafft es die Polizei, das Gebiet der Baumfällung abzuriegeln. Am Abend ging ich da raus aus dem Schlossgarten als ein anderer Mensch, das muss man wirklich so sagen, weil ich mir ja nie hätte vorstellen können, dass der Staat so umgeht mit seinen Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe nur friedliche Menschen gesehen, keine einzige Gewalttat von Demonstranten, von Polizisten ja, aber von Demonstranten nicht. Die Befürworter von Stuttgart 21 treffen sich am selben Abend bei einer Kundgebung vor dem Stuttgarter Rathaus. Auch Oberbürgermeister Schuster ist dabei. Er ist ein glühender Anhänger des Projekts. Die Schlacht im Schlossgarten macht ihn betroffen. Es gab dann leider eine sehr harte Auseinandersetzung mit der Polizei. Es gab Verletzte. Und das ist natürlich ausgesprochen bedauerlich. Während die Stunde, in der die Bäume gefällt werden sollen, unaufhaltsam näher rückt und die Emotionen im Park hochgehen, hat Oberbürgermeister Schuster noch einen Termin im Staatsministerium. Ministerpräsident Stefan Mappus hatte den harten Kern der S21-Betreiber eingeladen. Mit dabei laut Teilnehmerliste Bahnchef Rüdiger Grube und Infrastrukturvorstand Volker Käfer, Verkehrsministerin Tanja Gönner und ihr Amtsleiter Bernhard Bauer. Und Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Eigentlich wollte man mit PR-Leuten über die Werbekampagne für S21 sprechen. Das Ziel? Die Lufthoheit über die Stammtische zurückgewinnen. Fußballfans sollten instrumentalisiert, abtrünnige CDU-Mitglieder zurückgewonnen werden. Wie die damalige Schulbürgermeisterin Susanne Eisenmann. Sie hatte einen Baustopp gefordert. Doch dann ging es vor allem um die Ereignisse des Tages. Schuster bedauerte die Schlacht im Park. Der Ministerpräsident habe ihm deshalb mangelnde Härte vorgeworfen, erinnert sich der damalige OB. Ich habe meine tiefe Betroffenheit und Trauer ausgedrückt, dass ich diese Art der Konfrontation völlig unangemessen halte und dass man jetzt Wege suchen muss, wie man diese Spaltung, die ja dann auch über Stuttgart hinausging, überwinden kann. Herr Mappus war da komplett anderer Meinung. Er hat es als großen Sieg gesehen, dass die Polizei die Demonstranten auf die Seite gedrückt hat und niedergedrückt hat. Während die Runde im Staatsministerium die weitere Strategie diskutiert, bangt Daniel Kartmann im Krankenhaus um sein Augenlicht. Die Ärzte konnten eigentlich gar nicht richtig feststellen, was mit dem Auge ist, weil das Auge so blutvoll gelaufen war. Später stellt sich heraus, dass die Netzhaut schon teilweise abgelöst ist. Dann haben sie gesagt, sofort operieren, weil das wäre kurz davor, dass ich wirklich erblinde. Dann kommen natürlich noch die seelischen Schäden dazu, alles, was mit der Familie zusammenhängt. Diese ganze Angst meiner Kinder, meiner Frau, um die Existenz, um was ist mit unserem Vater. Ja. In den frühen Morgenstunden des 1. Oktober fallen die ersten Parkbäume. Eines wissen die Demonstranten in dieser Nacht nicht. Wie diese Akten zeigen, wird bis zuletzt über die Frage gestritten, ob die Bahn überhaupt die Bäume fällen darf. Grund? Der Artenschutz. Brigitte Dahlbender und der Bund für Umwelt- und Naturschutz hatten im Vorfeld mehrmals darauf hingewiesen. Die Bahn hat seit 2006 es nicht geschafft, die artenschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen.
und den Planfeststellungsbeschluss dahingehend zu überarbeiten bzw. zu ergänzen. 4 Jahre hatten die Verantwortlichen Zeit gehabt, sich um den Schutz besonders gefährdeter Vögel, Fledermäuse und Käfer im Park zu kümmern. Doch erst am 30. September, wenige Stunden bevor die ersten Bäume fallen sollen, schickt die DB Netz AG, dem Eisenbahnbundesamt, 3 Kurzgutachten zu den artenschutzrechtlichen Belangen. Allerdings ohne eine Aufstellung der nötigen Schutzmaßnahmen. Nachdem Demonstranten und Polizei stundenlang um das Schicksal der Bäume gekämpft hatten, erhält die Bahn um 17.01 Uhr die Mitteilung, ohne konkreten Maßnahmekatalog dürfe man mit den Baumfällarbeiten nicht beginnen. Da ist ein Schreiben aufgetaucht, aus dem hervorging, diese Baumfällung wäre noch nicht genehmigt, es wäre noch nicht unter Dach und Fach, um es mal so zu formulieren. Das Schreiben habe auch ich bekommen. Ich habe es dann dem Ministerialdirektor Bauer übersandt, weil das war für uns die entscheidende Behörde, das entscheidende Ministerium, und habe die Frage gestellt, gilt das, stimmt das? Wenn dem so ist, hören wir auf. Er hat bestätigt, nein, die Baumfällung ist rechtmäßig, sie ist von den Genehmigungsbehörden zugelassen. Und so ging der Einsatz dann weiter. Auch Bernhard Bauer erinnert sich an das Hin und Her an diesem Tag. Die Situation in dem Abend war die, dass es tatsächlich hieß, die Genehmigung als solches liegt noch nicht vollständig vor. Aber in der Zwischenzeit war schon längst die Bahn mit dem Eisenbahnbundesamt im Gespräch und wir hatten das auf den Tisch bekommen. Wir haben nachgefragt, stimmt das oder stimmt das nicht? Und uns hat man gesagt, nein, es stimmt nicht. Das Eisenbahnbundesamt hat zugestimmt, dass man hier die Bäume fällen kann. Tatsächlich gab es ein Gespräch zwischen Bahn- und Eisenbahnbundesamt. Doch das Amt wollte sich uns gegenüber nicht dazu äußern. Die Bahn teilte mit, es habe kein Fällverbot gegeben. Ihr Vorgehen sei zulässig gewesen. Zu einer gerichtlichen Klärung ist es nicht gekommen, obwohl der BUND noch am Nachmittag des 30. September versucht hatte, mit einem Eilantrag die Fällarbeiten zu stoppen. Das zuständige Verwaltungsgericht Stuttgart verlangte deshalb eine Stellungnahme bis zum nächsten Tag. Die Bitte des Richters, zunächst auf die Baumfällarbeiten zu verzichten, hielt man in der Landesregierung aber für unzumutbar. Damit ist der letzte Versuch, die Bäume zu retten, gescheitert. Schon 5 Tage später verbietet die Genehmigungsbehörde unter Androhung eines Zwangsgeldes weitere Baumfällarbeiten im Park, solange der Artenschutz nicht garantiert ist. Man muss ganz klar sagen, die Polizei wurde aufs Glatteis geführt. Die haben nicht die wirklichen Informationen bekommen. Die Politik hat die Polizei angewiesen zu handeln und hat ihnen gesagt, die Baumfällungen sind rechtens und müssen geschützt und ermöglicht werden. Das ist für mich einer der großen Skandale an diesem schwarzen Donnerstag, die dieses massive Unrecht, das dort passiert ist, ausgelöst haben. Aufräumarbeiten am Tag danach. Trauer und Zorn im Schlossgarten. An den Folgetagen demonstrieren über 100.000 Menschen gegen Stuttgart 21 und gegen das brutale Vorgehen der Polizei. Landesregierung und Bahn stimmen jetzt einem Baustopp zu und einem sogenannten Faktencheck. Den leitet der CDU-Politiker Heiner Geißler. Jetzt müssen Bahnvorstand Käfer, Ministerpräsident Mappus und Oberbürgermeister Schuster einer breiten Öffentlichkeit ihre Argumente vortragen. Es stellt sich heraus, dass etliche Kritikpunkte der S21-Gegner berechtigt sind. Die Parkschützer bleiben skeptisch. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass es hier nur darum geht, dass die Bevölkerung nicht mehr zu den Demos geht, weil sie ja jetzt sieht, man redet miteinander.
Politisch setzen die S21-Gegner auf die Landtagswahl im Frühjahr 2011. Stefan Mappus hat den Schwarzen Donnerstag inzwischen längst öffentlich bedauert. Dennoch machen ihn viele Bürger für die Eskalation verantwortlich. Keine gute Ausgangslage für die CDU und ihren Spitzenkandidaten. Zur Unterstützung im Wahlkampf kommt die Kanzlerin. Schick den Mappus heim! 27. März, Wahltag. Die Parkschützer organisieren zum Wahlabend eine Mappschiedsparty, ein Wortspiel aus Mappus und Abschied. Große Spannung vor der Verkündigung der ersten Hochrechnungen und dann Riesenjubel auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Grünen können ihr Ergebnis verdoppeln. Damit hat Grün-Rot die Mehrheit. Wir stellen hier die Forderung schon an den neuen Ministerpräsident, an die neue Landesregierung, dieses Projekt endgültig unter die Erde zu bringen. Oben bleiben! Die CDU muss nach 58 Jahren in die Opposition. Oben bleiben! Dietrich Wagner und die anderen Opfer des Schwarzen Donnerstags wollen ihre Rechte nun auch vor Gericht durchsetzen. Beim Prozess gegen zwei leitende Polizeibeamte treten sie als Nebenkläger auf. Doch das Verfahren wird gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Aus der Führungsriege der Polizei erhält nur einer eine Strafe, Polizeipräsident Stumpf. Grund? Er habe als Einsatzleiter nicht dafür gesorgt, dass die Wasserwerfer niemanden am Kopf treffen. Um sich die Belastung eines Prozesses zu ersparen, nimmt Stumpf den Strafbefehl an. Kann man darüber spekulieren, ob das richtig war oder zu mild die Strafe ist. Egal, er ist rechtskräftig verurteilt. Ich sehe ihn als Bauernopfer, aber ich bin ja nicht der maßgebliche Mensch, der das beurteilen soll. Siegfried Stumpf will sich zu den einzelnen Fehlern der Polizei damals nicht äußern. Den Bericht des Innenministeriums zu den Ereignissen hält er für tendenziös. Er hätte sich eine unabhängige Untersuchung gewünscht. Der Abschlussbericht ist unter Federführung des Inspekteurs bzw. des Landespolizeipräsidenten entstanden. Also beides Personen, die in den Einsatz tief involviert waren und auch Entscheidungsbefugnis hatten, eine weitergehende, als ich sie habe. Es war eine Verfahrensweise der Nachbereitung, die dieses Wort nicht verdient. Und das ist für mich ein entscheidender, nicht nur Fehler, das ist mehr wie unsachlich. Und es ist politisch betrachtet bemerkenswert, dass unter der grün-roten Koalition die Aufklärung nicht stattgefunden hat. Für die Opfer gibt es 5 Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag ein erfreuliches Urteil. Das Verwaltungsgericht erklärt den Polizeieinsatz für rechtswidrig, weil die Versammlungsfreiheit missachtet wurde. Also dieser Richterspruch, der gibt mir jetzt ein klein wenig den Glauben an unseren Staat zurück. Eine späte Genugtuung. Das hat uns natürlich unglaublich viel Auftrieb gegeben und uns erleichtert, ja, weil ich habe jahrelang tatsächlich Schuldgefühle gehabt, weil viele Leute haben gefragt, wieso gehst du da nicht weg, wenn die Polizei dich auffordert zu gehen. Und jetzt hatten wir das Urteil, wo der Richter sagt, die Polizei hätte dich noch nicht mal auffordern dürfen zu gehen, denn das war dein Recht, dort zu sein. Dietrich Wagner kommt noch heute zu den Montagsdemos, wo er auch Matthias von Hermann trifft. Der warnt inzwischen vor neuen Milliardeninvestitionen. Jetzt geht es ganz aktuell darum, Stuttgart 21 um weitere 40 Kilometer Tunnelröhren zu erweitern. 60 Kilometer hatten wir bisher, jetzt sollen noch mal 40 Kilometer dazukommen. Das ist also ein weiteres Großprojekt. Auch hier wird die Bevölkerung nicht gefragt. 2010 ging es beim Streit in Stuttgart zuerst um den Bahnhof. Dann auch um die Rolle der Bürger im Staat. Und um die Macht. Ob und wie viele weitere Tunnelkilometer für den Stuttgarter Bahnknoten noch gebaut werden, ist offen. Die Bahn verspricht, dass der neue Tiefbahnhof 2025 eröffnet wird.